Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in der Hexenküche und zu meinem Adventskalender. Heute dürfen wir schon das zweite Türchen öffnen und dahinter verbergen sich diese leckeren Plätzchen. Viel Spaß beim Zuschauen! Und für unsere Zimtsternchen brauchen wir 300 Gramm Zucker, 500 Gramm Mandeln, 2 Teelöffel Zimt, 2 Eiweiß und einen Esslöffel Honig. Außerdem für die Glasur später benötigen wir noch ein Eiweiß und 100 Gramm Zucker. Jetzt geben wir erstmal den Zucker in den Mixtopf. Und pulverisieren den für 20 Sekunden auf Stufe 10. So, jetzt füllen wir den Zucker um. So, jetzt kommen die Mandeln in den Mixtopf. Und die mahlen wir jetzt für 15 Sekunden auf Stufe 10. Jetzt schieben wir das alles mal ein bisschen runter. Jetzt kommt wieder der Zucker mit hinein. Und der Zimt. Und das Ganze mahlen wir jetzt nochmal für 15 Sekunden auf Stufe 10. So, jetzt schieben wir das wieder ein bisschen runter. Dann kommen die 2 Eiweiß dazu. Und ein Esslöffel Honig. Und das wird jetzt ganz kurz verrührt für 10 Sekunden auf Stufe 5. Der Thermomix tut sich ein bisschen schwer, weil das sehr klebrig ist. Deswegen müssen wir den Rest jetzt mit der Hand verkneten. So, ich habe den Teig jetzt auch relativ gut aus dem Topf gekriegt. Und jetzt kneten wir das Ganze mit der Hand einfach durch. So. Jetzt teile ich mir das erstmal in 2 Teile. Eins könnt ihr erstmal beiseite tun und dann rollen wir das Stück hier aus. Wenn das bei euch jetzt extrem kleben sollte, könnt ihr auch 2 Frischhaltefolien nehmen und das zwischen den Frischhaltefolien ausrollen. Der Teig sollte ungefähr 6 bis 8 mm dick ausgerollt werden. Und zum Ausstechen benötigen wir natürlich einen sternförmigen Ausstecher. Außerdem bereitet ihr euch am besten noch eine kleine Schüssel mit Wasser vor, dann geht der Teig besser aus der Form heraus. Und das tunke ich hier jetzt einfach immer wieder hier rein und dann können wir auch direkt anfangen auszustechen. So, und da haben wir unseren ersten Stern und den lege ich jetzt aufs Backblech. Für die Glasur brauchen wir 100 Gramm Zucker und ein Eiweiß. Und als erstes kommt der Zucker in den Mixtopf und der wird pulverisiert. Für 15 Sekunden auf Stufe 10. Das schieben wir jetzt alles wieder ein bisschen nach unten und geben das Eiweiß dazu. Und jetzt verrühren wir das Ganze für 4 Minuten auf der Stufe 3,5. Wenn die Sterne dann alle auf dem Backblech liegen, dann könnt ihr die Glasur drauf tun. Die sollte nicht zu flüssig, aber auch nicht zu fest sein. Wenn die euch zu flüssig ist, wenn ihr merkt, dass das runterläuft beim Drauftun, dann könnt ihr die ein bisschen länger noch mixen. Und ich mache das am liebsten mit einer Kuchengabel drauf, weil dann kommt man auch schön in die Ecken. Und dann verteilen wir das einfach auf die Sternchen. Ihr könnt das natürlich auch mit einem kleinen Löffel machen. Könnt auch einen Zahnstocher zur Hilfe nehmen.
Das geht natürlich auch. Wie gesagt, ich mache es am liebsten so. So, und dann ist unser erster Stern schon fertig. Und jetzt schieben wir die Zimtsterne für 12 bis 15 Minuten in den vorgeheizten Backofen bei 150 Grad auf der untersten Schiene, damit der Guss auch schön weiß bleibt. So, das erste Blech ist fertig. Bei mir waren die jetzt genau 12 Minuten im Backofen und wie ihr sehen könnt, ist die Glasur auch noch richtig schön weiß geblieben. Ihr solltet die Zimtsterne auf jeden Fall auf dem Backblech lassen, bis sie komplett ausgekühlt sind, da sie jetzt doch extrem weiß sind und zerbrechen würden. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und wenn ihr garantiert nicht verpassen wollt, was hinter den nächsten Türchen steckt, dann abonniert jetzt hier kostenlos meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao! Thank you.